Herr Dr. Neugebauer, Friktion statt Zementieren oder Verschrauben heißt ein neuer Trend in der Implantatprothetik. Was hat es damit auf sich? Ja gut, wir haben ein altes Problem der Fixierung des Zahnersatzes auf Implantaten. Bei den verschraubten Lösungen ist immer wieder die Problematik des Schraubkanals, der stört, oder bei den zementierten Lösungen das Risiko von Zementitis, weil überschüssiger Zement sich in den Sulcus einbringt. Und das entfällt bei der Friktion? Wenn wir eine Friktionsverankerung haben, entfällt dies und es macht natürlich dann das Vorgehen sicherer und gerade in Überweiserpraxen auch einfacher. Für welche Indikationen kommt denn so eine Friktionsverankerung zum Tragen? Aufgrund der Größe der Bauteile im Wesentlichen Prämolaren und Molaren im Seitenzahnbereich, weil man da das gut einbringen kann, was ja auch eine der häufigsten Indikationen in der routinemäßigen Implantologie darstellt. Die Indikation ist eher für die Einzelzahnlücken? Ist eher für die Einzelzahnlücke, weil die Friktion dann immer für das einzelne Element nur funktioniert. Wie gehen Sie dann in Ihrer Praxis vor? Verschrauben oder zementieren Sie oder setzen Sie jetzt auf die neue Methode? Gerade in Kooperation mit Überweisern, wo wir das Acuris Abutment direkt einsetzen und das Ganze mit einem Käppchen versehen, verwenden wir das zunehmend häufiger. Aber zementieren, zementieren ist auch noch und verschrauben sind auch noch gebräuchliche Indikationen in unserer Praxis.